Ja, vielen Dank. Also ich will jetzt auch nochmal diesen Naturen-Kulturen-Hammer schwingen, aber obwohl ich Landschaftsarchitektur auch mal studiert habe, will ich eigentlich einen umso anthropologischeren Vortrag halten, wo ich versuchen will, wirklich diese Hintergründe, warum aus der Kulturanthropologie eigentlich heute solche Fragen gestellt werden, wie wir sie gestern Abend und jetzt auch im ersten Panel schon gehört haben, wo das auch herkommt, dass wir die so stellen. Genau. Und Ignacio hatte das ja schon, genau, ich habe drei Teile. Ich will erst ein bisschen einleiten, auch aus welcher Perspektive wir in dem Projekt jetzt auf die Stadt geschaut haben. Dann ein bisschen diese Hintergründe erklären eben und am Ende Ihnen ein Projekt vorstellen, das wir zusammen mit Architekturstudierenden entwickelt haben, wo wir wirklich versucht haben, diesen Dingen gerecht zu werden und sehr experimentell eben versucht haben, genau solche Fragen auch mal umzusetzen. Ignacio hatte schon erwähnt, dass ich ja nicht nur Ethnologe bin, sondern tatsächlich auch Imker und hier in München Bienen habe seit einigen Jahren und auch diese ganzen Debatten sehr genau verfolgt habe. Im Übrigen auch spielt das eine große Rolle in meiner Doktorarbeit. Und es ist tatsächlich so, das hat er auch erwähnt, dass Honigbienen in der Stadt einfach viel bessere Lebensbedingungen und Überlebenschancen haben als auf dem Land und mehr Honig produzieren und mit dem von dem Wärmeinsel-Effekt sehr gut profitieren. Und im Winter, weil es wärmer ist, weniger Futter verbrauchen zum Beispiel. Und weil die Bedingungen so gut sind, ist die Bienendichte, die Honigbienendichte in der Stadt aber auch 10-mal so hoch, wie sie eigentlich im Wald wäre, wenn da eine wild lebende Population sich so ausbreiten würde. Und das sorgt natürlich auch für Konflikte. Es gibt Konkurrenz zwischen den Imkerinnen, zwischen den Honigbienen. Es wird auch untersucht, ob Honigbienen tatsächlich eine bedrohliche Konkurrenz für andere, viel bedrohtere Bestäuberarten darstellen. Und so eine hohe Dichte sorgt auch immer dafür, dass es zu gegenseitigen Ansteckungen von Krankheiten kommt und das Veterinäramt ist da sehr am Beobachten immer. Und ich meine, all das, wenn ich mir das so durchdenke, dann sind es für mich Urbanisierungsphänomene. Ja, diese Dichte, dieser Zuzug in die Stadt. Und da sind die Bienen ja auch nicht die einzigen. Ja. Weil München bietet eine außerordentlich hohe Strukturvielfalt und damit Wohnraum und reiches Nahrungsangebot für diverse Tiere, von Mikroben über Wirbellosen bis zu uns Menschen. Und interessant dabei ist, dass viele Tiere, die München dem Umland vorziehen, nicht nur ihre Alltagspraktiken ans städtische Leben anpassen, so wie wir auch, sondern beginnen, sich die Stadt aktiv anzueignen und sie zu verändern. Und nehmen wir mal das Bild. Und ich will da jetzt mal aus der Vogelperspektive drauf schauen, weil ich weiß, dass die Landschaftsarchitekten die sehr gerne mögen. Wenn ich zum Beispiel mir Singvögel anschaue, die ihren Gesang nicht mehr ans Tageslicht, sondern an die Lärmbelastung anpassen, weil sie sich nachts eben einfach besser hören. Oder Zugvögel ihre Routen nach Städten ausrichten oder vielleicht sogar einfach da bleiben und gar nicht mehr migrieren, weil es in der Stadt wärmer ist und auch die Nahrung da bleibt. Oder Spechte, das Bild kennen Sie jetzt auch von unserem Konferenzlogo, diese Wärmeverbunddämmungen zu Ihrem Wohnraum machen. Dann sind das solche Beispiele der Aneignung und Veränderung. Aber, und da möchte ich jetzt auch an Christian nochmal anschließen, es gibt auch all die informellen Architekturen in der Stadt. Ja, und sei es von diesen Vögeln, die irgendwo ihre Nester bauen, sei es jetzt vor allem in dem Sommer hier, die ganzen Wespen und Hornissen, die wirklich auch auf die Balkone gehen und überall anfangen, selber ihre Nester in die Architektur reinzubauen, in die städtische Landschaft. Oder eben auch die Biber, die mitten in Städten mittlerweile wieder die Möglichkeit finden, dort Dämme zu bauen oder zumindest es zu versuchen und sehr gezielt Bäume fällen, auch wenn es dann nicht zum Damm wirklich kommt, aber dadurch natürlich die grüne Infrastruktur selber anfangen mitzugestalten. Ja. Genau, und das sind Beispiele für diese Verwicklungen, in die wir Menschen, aber auch die Tiere, die in die Städte kommen, eben miteinander auch in Konflikte geraten. So wie das auch hier wahrscheinlich ein gutes Beispiel ist.
Das ist nicht immer einfach. Menschen haben Angst, aber die Tiere haben auch Angst und irgendwie versucht man miteinander auszukommen und da Wege zu finden. Ja. Genau, aber jetzt, was sagt uns jetzt? Also wir könnten uns das jetzt ansehen und feststellen, ja, die Natur, die dringt in unsere Städte vor, während sie da draußen, wo sie eigentlich hingehört, vor die Hunde geht. Und jetzt, wo sie da ist, weigert sie sich auch noch, einfach nur schick auszusehen oder eben jene Dienstleistungen, von denen wir ja auch schon gehört haben, für die wir sie heute ja auch umso dringender brauchen, zuverlässig zu liefern. Aber genau das möchte ich hier nicht, sondern ich will einen ganz anderen Vorschlag und auch eine ganz andere Problematisierung machen und die, und darum geht es uns ja auch heute, Potenzial für die zukünftigen Gestaltungsprozesse einer Stadt wie München hat. Und ich möchte hieraus jetzt aber gerne zunächst zwei Dinge festhalten. Und zwar erstens, Urbanisierung ist kein rein anthropogener Prozess und kann also auch nicht als solcher mit den bisherigen anthropologischen, soziologischen oder geografischen Methoden verstanden werden. Und zweitens und andersrum ist die nichtmenschliche Urbanisierung kein natürliches Phänomen und kann nicht mit den rein ökologischen, verhaltensbiologischen oder messtechnischen Methoden verstanden werden. Und in dieser Gegenüberstellung wird wieder deutlich, dass eine der zentralen Grundannahmen der Moderne, dass eine methodische Trennung des kulturellen, vernunftbegabten und sich selbstbewussten Menschen von einer ihm außenstehenden Natur, die durch ihn quasi von außen und dadurch erst objektiv betrachtet werden kann, dass diese moderne Grundannahme nicht hilfreich ist, um Prozesse wie den aktuellen Klimawandel, anthropogene Biodiversitätsverschiebungen und selbstverständlich auch die Urbanisierung so zu verstehen, dass wir angemessen handeln können. Es geht mir in diesem Input also auch um eine Auseinandersetzung mit der Moderne und ihren Kategorien. Und das Schöne ist jetzt, dass sowohl Sie in der Landschaftsarchitektur und der Stadtplanung, als auch wir aus der Sozial- und Kulturanthropologie, und da mache ich jetzt auch mal so eine kategorische Trennung, eine sehr intensive Auseinandersetzung geführt haben mit dem, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Moderne bzw. Modernismus zunehmend in die Kritik geraten war. Genau, und in beiden Auseinandersetzungen ging es, und darauf möchte ich auch hinaus, um Teilhabe, um Demokratisierung, also um Partizipation. Und ich denke, das, was damals tatsächlich sehr erfolgreich war, für uns heute, wo wir mit ganz neuen Problemen zu ringen haben, doch sehr inspirierend sein könnte, und ich möchte also noch mal kurz auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Auseinandersetzungen eingehen, um zu sehen, was wir daraus für ein heute zeitgemäßes partizipatives Design lernen können. Im Modernismus, im Städtebau, das ist ja auch schon gefallen heute, der Modernismus im Städtebau, der stand für Rationalität, für Funktionalität in einer auf Wirtschaftlichkeit auszurichtenden Gesellschaft und ist auch für seine Tabula Rasa, Neubau, Siedlungen und die autogerechte Stadt berüchtigt. Und dass Städtebau bei uns heute nicht mehr so abläuft, haben wir auch dem starken Widerstand zu verdanken, der damals aus engagierter Bürgerschaft und auch aus Teilen der Wissenschaft aufgekommen war. Am bekanntesten ist hier sicher die Geschichte von Jane Jacobs und Robert Moses, in der die Journalistin Jane Jacobs eine Bewegung anführte, die im New York der 60er den von Moses geplanten Abriss eines ganzen Stadtteils zu verhindern wusste. Ihm ging es um das Ausreißen von Krebszellen, weil so nannte er Slums, das Slum vielleicht sogar noch ganz freundlich. Ihr ging es um ein langsames Verbessern der Lebensbedingungen und eine Umgestaltung der ärmeren Viertel unter Einbeziehung ihrer Bewohnerinnen. Nach Jacobs konnten Städte nur lebenswert sein, wenn sie wachsen durften, und zwar bottom-up. Die Bürgerinnen aktiv die Planung und die Gestaltung ihres Lebensraums aus ihrem Alltag heraus mitprägen. Es gab natürlich auch viele andere Autorinnen und Aktivistinnen, die in den Jahren darauf diesen Kampf im euroamerikanischen Raum führten und auch auf anderen Kontinenten. Die Frage, wem gehört die Stadt, das Recht auf Stadt, gehörten zu den politischen Auseinandersetzungen um diese soziale Frage, die in der Zeit ja auch so wichtig war. Und es ist auch bekannt, dass damals die Sozialwissenschaften diese Prozesse intensiv beobachteten und vor allem auch herausgearbeitet haben, dass technische Infrastrukturen und Stadtgestaltung nie einfach nur funktional und politisch neutral waren, sondern gerne top-down die Machtstrukturen ihrer jeweiligen Zeit reproduzierten. Der öffentliche Raum spielte hier eine wichtige Rolle, da er schließlich der Öffentlichkeit zu gehören und den demokratischen Raum für Versammlung und Protest und freie Meinungsäußerung zu bieten hatte. Das Recht auf Stadt und die Möglichkeit der Teilhabe an Planungsprozessen
hat allerdings eine notwendige Bedingung. Und das ist die Fähigkeit, sich adäquat zu äußern. Heute haben wir es nicht mehr nur mit der sozialen Frage oder dem Social Turn, wie Regine das ja gestern und hier heute Morgen ja auch betont hat, sondern vor allem mit einer ökologischen Krise und extremen Biodiversitätsverschiebungen. Und die greifen auch ineinander natürlich, wie wir das auch gerade von Christian gehört hatten. Und dadurch stellt sich die Frage, wem gehört die Stadt doch etwas anders? Ich will da jetzt mal ein Gedankenexperiment wagen. Und zwar nehmen wir wieder den Stadtbaum, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben. Auf welcher erkenntnistheoretischen Basis können wir sagen, dass die braunen Blätter einer Rosskastanie im Sommer oder das ständige Werfen von Ästen einer Robinie nicht ihrem Äußerungsrepertoire entsprechen und sie damit sagen, ich bin gegen die Versiegelung und die Treibhausgasemissionen, die zu Hitze und Trockenstress führen. Oder die Kastanie, ich bin gegen die aus dem Balkan migrierte Miniermotte, beziehungsweise fühle ich mich mit den Konflikten, die daraus resultieren, irgendwie alleine gelassen und das will ich kundtun. Wenn der Stadtplatz ein Ort der Versammlung und ein Ort für politische Äußerungen in einer Demokratie ist, könnte es dann aus heutiger Perspektive Sinn machen, die Äußerungen von Stadtbäumen als ihre politische Stimme und auch ihre Meinung zum architektonischen Entwurf hörbar zu machen, zu äußern oder zur Globalisierung und diese Stimme als eine politische anzuerkennen. Das käme den meisten doch eher seltsam vor, da Bäume schließlich nicht wirklich sprechen oder diskutieren können oder sich auf Kompromisse einlassen. Ja, aber wir hatten das gestern, es ging um diese urbanen Cosmopolitics, um dieses Mehrkammersystem, da machen sich Leute wirklich Gedanken drüber, wie kann man das jetzt eigentlich denken? Ja, weil wir sehen ja die Probleme so. Ja. Naja, aber, oder stoßen wir hier doch an unsere modernen Grenzen, wenn ein Tier, geschweige denn eine Pflanze, zu einer politischen Äußerung befähigt wird? Und mit den Fragen, wer spricht für wen, wer kann sprechen überhaupt oder ganz allgemein gesagt der Analyse von Machtstrukturen im Denken, sind wir mitten im Kern der Kultur- und Sozialanthropologie. Weil hier wurde in der gleichen Zeit ebenfalls eine intensive Auseinandersetzung mit den Grundannahmen und damaligen Forschungspraktiken des Faches geführt. Heute spricht man gar von der Krise der Ethnologie, wie das Fach ja auch genannt wird. Und hier kam einiges zusammen. Die Kolonien riefen in oft gewalttätigen Auseinandersetzungen ihre Unabhängigkeit aus und die Verwicklung der Kultur- und Sozialanthropologie in den Kolonialismus wurde aufgearbeitet. In dieser als postkolonial bezeichneten Wende ging es zunächst um die Aufarbeitung von kolonialem Gräuel, aber es ging auch darum, wie unsere erkenntnistheoretischen Grundlagen, also genau genommen die Annahme, wie Wissen über andere produziert werden kann und sollte, eben ein System wie den Kolonialismus ermöglicht und reproduziert hatte. Problematisiert wurden also Machtstrukturen, die dem modernen Wissen selbst eingeschrieben waren und sich durch dieses Wissen auswirkten. Und das wurde ja auch gestern schon besprochen, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Kategorien selbst beginnen müssen, wenn wir die Bezugsweisen von Menschen zu ihren Umwelten verändern möchten. Und zu diesen Kategorien zählt auch die moderne Dichotomie, die bereits jetzt oft angesprochen wurde, und zwar die Trennung von Natur und Kultur. Und mit der gehen natürlich andere Dichotomien einher, ja, also Körper-Geist wäre so ein großer Klassiker der Aufklärung, ja, René Descartes, der sagt hier, der Mensch, der hat diesen Geist und der ganze Rest eigentlich nicht. Ja. Und Natur, Technik, Stadt, Land, Objekt, Subjekt oder Objektivität, Subjektivität und so weiter. Ja. Aber auch die Gegenüberstellung von wissenschaftlichem bzw. Expertenwissen auf der einen Seite und Alltags- und Laienwissen sind sehr machtvoll, wenn es um die Frage geht, wer mit welcher Legitimation über was sprechen kann. Die Fähigkeit, innerhalb der modernen Logiken für sich selbst zu sprechen, die kann nicht vorausgesetzt werden. Und im Zuge der postkolonialen Wende und der Entwicklung partizipativer Forschungsansätze wurde also aus der Kulturanthropologie heraus die Frage gestellt, damals, can the subaltern speak, können die Unterdrückten selber eine Stimme haben überhaupt in diesen modernen Diskursen? Ja. Vor allem, wenn es innerhalb von kolonialen, rassistischen, sexistischen Zusammenhängen ist, können die sich da äußern. Weil die anerkannte Sprache, die entfaltet ihre Wirkmacht durch die in der Moderne so wesentliche eindeutige Klassifizierung, und das hatten wir ja auch vorhin schon. Etwa wenn ein Lebewesen einer bestimmten Rasse, einer Kaste, einem Geschlecht, den Wirbellosen oder Warmblütern der Natur oder der Kultur zugeordnet wird und damit bestimmte Umgangsformen nahegelegt und moralisch legitimiert werden.
Aus diesem Interesse heraus wurden auch die Lebens- und Ingenieurswissenschaften zu einem Forschungsgegenstand der Sozial- und Kulturwissenschaft. Man untersuchte auch die Wirkweise moderner Vornamen in der wissenschaftlichen Praxis, im Feld, in Laboren oder in technischen Infrastrukturen wie Verkehrs- und Versorgungsnetzwerken. Und hier rückte der Begriff der Natur ebenfalls häufig in den Fokus. Was wurde als natürlich und was als unnatürlich bzw. zu Menschen gehören bezeichnet? Ich will da nochmal kurz auf den Baum zurückkommen. Ich meine, wir haben das gestern auch versucht durchzuspielen mit Mensch, Affe und Goldfisch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, wie solche Kategorien greifen. Aber ich schaue es mir beim Stadtbaum nochmal an. Also wenn diese zuerst, so ein Stadtbaum, ja, wie der jetzt da draußen steht, wenn der zuerst veredelt wurde, das heißt so wurzeloptimierter Baum mit kronenoptimiertem Baum aufeinander gepfropft und dann wird er in der Baumschule öfter umgesetzt und jedes Mal werden die Wurzeln zurückgeschnitten, damit er so ein richtig kompaktes Wurzelknoll-Ding da unten bekommt, weil in der Stadt ist so wenig Platz für Wurzeln natürlich im Boden. Und dann auch noch konstant Pflege von Seiten vom Gartenbauamt läuft. Ist es dann eigentlich jetzt Natur oder ist es doch ein technisches Artefakt? Und je nachdem, wie hier entschieden wird, stellt sich die Frage nach ihrer Rolle in der Stadtgesellschaft anders. Jetzt können wir uns ja aber auch überlegen, ob das heute überhaupt noch die richtige Frage ist, mit Technik auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite. Denn der Fokus richtet sich, ob das die richtige Frage ist, Natur oder Technik. Oder ob wir nicht lieber mit neuen Bezugsweisen experimentieren sollten, und zwar in Designprozessen im öffentlichen Raum. Aber bevor ich dazu komme, fehlt mir noch ein letzter Punkt, und zwar die Forschungsmethodik. Weil auf diese Analyse der Wirkmacht moderner Dichotomien folgte auch eine Revision der ethnografischen Methoden. Und analog zum Städtebau wurden Stimmen laut, dass Wissen nur in Kooperation mit den Erforschten gewonnen werden und diesen auch zugutekommen sollte. Das sind ja auch die Beispiele jetzt aus Medellin gewesen. Die Erforschung anderer Kulturen sollte dialogischer werden und eine dichte Teilnahme sollte das Beobachten ersetzen. Und dazu gehörte es, in die Erfahrungswelten der Erforschten ganz und gar einzutauchen und ethnografische Beschreibungen, aber auch theoretische Überlegungen auf diesen Boden der gemeinsamen Erfahrung zu stellen. Denn der Fokus richtet sich damit auch auf andere nicht sprachlich verfasste und auch schwer beobachtbare Wissensformen, wie verkörperliches Wissen oder multisensorisches Wissen, indigenes oder eben auch nichtmenschliches Wissen. Und hier gibt es nun wieder eine wichtige Parallele zu den klassischen Analysemethoden der Landschaftsarchitektur. Genau, ich habe hier noch dieses Bild, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das hier einbauen wollte. Ich lasse es einfach mal stehen. Sie können es mal auf sich wirken lassen. Also eine Gemeinsamkeit des Modernismus und auch des Strukturalismus in der Architektur ist, dass man sehr gerne schaut und das am liebsten von oben. Ich bin ein bisschen polemisch, verzeihen Sie mir das. Der Sehsinn, und darum geht es mir, ist in der modernen Hierarchie der Sinne, derjenige, der am stärksten mit unmittelbarer Erkenntnis und Wahrheit verknüpft ist. Andere niedere Sinne, die eher eine Tendenz in Richtung Gefühl zeigen, die galten lange als subjektiv und störend für einen objektiven Zugang zur Welt, der den aufgeklärten, vernünftigen, rationalen, also den modernen Menschen zur Wissenschaft befähigen würde. Von außen zu beobachten wurde aus Gründen der Objektivität einer situierten, fühlenden Interaktion und damit dem praktischen Wissen vorgezogen. Und dieser View from Nowhere oder God-Trick, wie die Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway, wir hatten sie schon, die es recht treffend formuliert hat, der bringt selbstverständlich eine sehr besondere Form des Wissens hervor, das gereinigt sein will von der unmittelbaren, situierten und subjektiven Erfahrung unserer Umwelt. Und diese Epistemologie, also diese Theorie über die Möglichkeit des Wissens, hatte weite Bereiche menschlicher Erfahrung und situierten praktischen Wissens methodisch ausgeklammert. Und hier wird es nun besonders spannend, denn dies gilt in vergleichbarem Umfang für die klassischen Analysemethoden, die in der Landschaftsarchitektur zum Entwurfsprozess, dem Entwurfsprozess vorausgehen und die sich häufig nicht mit den alltäglichen multisensorischen Raumerfahrungen von Menschen und Nichtmenschen decken. Das Bild ist es aus einem, habe ich aus einem Artikel von Donna Haraway, ich glaube, so ist es drin gelandet. Ja. Gut, also mit diesen Einsichten im Gepäck haben wir nun aber auch versucht, wir im Projekt, auch versucht zu ergründen, wie jetzt alternative Design- bzw. Entwurfsprozesse entwickelt werden können, in denen ein anderes Wissen durch andere Methoden und dadurch auch
daraus auch ganz neue Kooperationen jenseits der klassischen Bezugsweisen wie Ornament, Dienstleistung oder Naturschutz entstehen können. Und das wichtigste Instrument hierbei wurde für uns die Krise. Jetzt komme ich zum letzten Teil. Die Krise des Modernismus, Krise der Ethnologie, Umweltkrise, all diese Krisen hatten immer auch ein Potenzial. Stabilisiert geglaubte Prämissen noch einmal zu überprüfen und mit Alternativen zu experimentieren. Und diese beiden Seiten, die gehören zusammen. Und das Krisenhafte ist vielleicht gerade die Erfahrung, wenn Verlässlichkeiten und sichere Ansichten plötzlich zur Disposition stehen und verhandelbar werden. Und das ist das eigentliche Gefühl der Krise und auch ihr Potenzial. Und Ignacio Farias und sein Kollege Thomas Sanchez Criado, die auch mit Regine Keller eng zusammengearbeitet hatten, schon bevor ich ans MCTS gekommen war, die hatten eine Seminarreihe entwickelt für die Architektur, die sie Design in Crisis genannt hatten. Und ich bin quasi zum dritten Teil dieser Design in Crisis-Reihe dann dazugestoßen und wir haben einen gemeinsamen Kurs entwickelt, der hieß Design in Crisis Sensing Like an Animal, wo wir mit Architekturstudierenden hier an der Uni so einen richtig großen Kurs gemacht haben, 12 ECTS-Punkte, wobei das ist, glaube ich, in der Architektur auch normal. Genau, mit diesem Titel Design in Crisis Sensing Like an Animal. Und warum? Wir hatten schon zuvor mit Studierenden blind Plätze erkundet, Smell und Soundscapes für diese Zeichnen und in den Entwurfsprozess einbeziehen lassen. Aber die Krise, die hatte sich dadurch irgendwie nie so richtig hergestellt und die wollten wir haben in diesem Kurs. Wir wollten die Krise. Ja. Genau. Und ich, wie liege ich denn in der Zeit eigentlich? Sechs Minuten, das ist doch schön. Dann kann ich Ihnen diesen Kurs noch mal kurz vorstellen. Wir haben so begonnen, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal so sensorische Übungen gemeinsam und versuchen uns in die Wahrnehmungswelten der Tiere, wir haben uns da auf Uexküll bezogen, der ja sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie Tiere ihre Umwelt auch symbolisch quasi aufladen. Und das wollten wir denen mal nachtun. Ja? Und zwar auch, damit wir so eine Art De-Learning erzeugen können. Das heißt, wir müssen erstmal wegkommen von diesen Gewohnheiten, die in der Architektur ja auch, das sind Masterstudierende, die sind alle durch den Bachelor gegangen und da hat man schon einen sehr, sehr geschulten Blick und wir wollten den erstmal dem den Teppich unter den Boden wegziehen, den Teppich unter den Füßen wegziehen. Ja, genau. Das erste Tier, das sie bekommen haben, das war die Ameise. Ja, das haben wir so gemacht, dass sie blind waren und sie mussten sich als Kollektiv Strategien ausdenken, und zwar bereits blind, wie sie Orientierung in einem Raum sicherstellen können. Ja, die mussten sozusagen, die hatten eine Homebase und dann mussten sie Dinge finden außerhalb von dieser Homebase, mussten aber selber Strategien entwickeln, wie sie auch wieder zurückfinden können und die wieder zurückbringen können. Und genau, und mussten erstmal lernen, wie läuft man da überhaupt, so dass man sich nicht verletzt und so. Ja. Das sah dann zum Teil so aus. Und diese Regenschirme, das waren immer die Dinge, die sie finden mussten. Das war quasi ihr Baumaterial, sage ich jetzt mal so. Und damit mussten die dann immer noch blind quasi sich irgendwie so eine Art Shelter herstellen. Ja. Das ging dann noch eine ganze Weile weiter. Die haben dann festgestellt, das ist überhaupt nicht sicher hier am Baum. Also wenn jetzt der Winter käme, das würde sich nicht so richtig gut anfühlen. Und dann haben sie sich aufgemacht wieder und haben dann so ein Spielplatz, wie nennt man das, so ein Baugerüst, so ein Spielgerüst gefunden und haben dann angefangen, da drunter irgendwie mit ihren Schirmen, alles blind wohlgemerkt. Ja, und die waren dann irgendwann so nach 2-3 Stunden, da waren sie echt drin, so als Kollektiv, sich da rumzubewegen, ohne dass jemand verloren geht und so. Ja, das war schon eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ja. Genau, das nächste Tier, das war der Hund. Ja, da durfte man dann wieder schauen, aber wir haben geschaut, dass wir eine andere Perspektive reinbringen und die mussten Hunde sehr genau beobachten, wie die sich eigentlich im Raum bewegen und gucken, was haben die so für Strategien, wie können die das selber, wie kann man das nachmachen, dann haben die diesen, witzigerweise heißt das auch Hund, diese Teile, mit denen man Möbel rumfährt, haben die dann genutzt so und haben geschaut, dann haben sie festgestellt, die Hunde, die laufen immer auf dem Laub, während der Mensch immer auf dem Beton läuft, das ging dann mit deren neuen Füßen aber nicht so gut auf dem Laub und so, also die haben sich intensiv mit diesen Böden auseinandersetzen müssen und
Genau, und hatten auch diese Perspektive. Und dann, als sie da ein bisschen Sicherheit hatten, dann haben wir sie auch ein bisschen in gefährlichere Zonen gelassen und mussten die Ampeln überqueren und so. Ja. Daraufhin haben sie dann Modelle gebaut, ich habe jetzt leider kein Bild hier drin, in denen sie versuchen sollten, wie ein Modell für einen Hund aussehen muss, damit der quasi diesen Raum versteht. So, ja. Harte Nuss gewesen. Ja. Das dritte Tier, und das ist auch zentral und das kam auch schon vor, das war der Biber. Und da haben wir erstmal mit dem bayerischen Biberbeauftragten, der kam zu uns, wir haben mit dem so einen Biberdamm inspiziert und sehr genau angeschaut, der hat uns sehr viel erklärt, das war ganz gut. Und dann mussten die selber mal ran, ja, und haben sich damit auseinandergesetzt, wie geht das. Und dann kam der Biberbeauftragte und hat mal diese Dämme inspiziert und gesagt, ja, ist das jetzt ein gescheiter Damm oder nicht, ja. Und wir kamen raus, es kam raus, das ist nicht gut. Also wenn da das Überflutungsgebiet reinkäme, das hätte nicht funktioniert. Das ist der Top-Down-Ansatz, der ist sozusagen auch hier nicht geeignet. Da müsste man mit den Bibern enger zusammenarbeiten. Dadurch, wir waren im Winter, muss man dazu sagen, so richtig gut mit den Bibern zusammenarbeiten konnten wir nicht. Aber wir haben sehr viel über die Anatomie und die Techniken des Bibers gelernt, wie der tatsächlich arbeitet, was für eine Körperlichkeit der eigentlich hat. Und die Studierenden, die mussten dann schauen, können die ihre Körper so modifizieren, dass sie tatsächlich in so ein Biber-Feeling reinkommen. Ja? Also welche Möglichkeiten haben die da? Die haben irre viel dann rumexperimentiert, hatten lauter Materialien dabei und haben gebastelt. Und das war dann irgendwann relativ advanced. Ja? Genau. Und dann haben sie ihre große Aufgabe bekommen, sie sollten die Isar-Renaturierung machen. Aber nicht Sie als Architekten, sondern Sie sollten ein System entwickeln, wie Sie als Architekten mit Bibern auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, da die Biber Expertisen haben in diesem Bereich, die uns nicht zur Verfügung stehen, ganz andere Fähigkeiten haben. Und Sie sollten quasi einen Prozess entwickeln, wie Sie da gemeinsam eine Umstrukturierung herstellen können. Und das haben die dann auch überlegt, in welchen Gebieten könnte man das gut machen, wo hätten Biber denn überhaupt eine Chance, und haben das immer ausdiskutiert. Aber es war klar, das größte Problem ist, wie kann man denn tatsächlich zusammenarbeiten? Ist das denn überhaupt möglich? Und da kommen wir eben wieder zurück zu diesem Punkt, kann man mit so einem Biber, ja, mit einem Hund, da haben wir so Kommunikationen gelernt vielleicht schon, ja, mit so einem Biber, das ist irgendwie was anderes. Können wir da kommunizieren? Können wir sowas wie einen Konsens finden? Können wir wirklich zusammenarbeiten da? Ja, oder ist das dann fake und wir sagen nur, wir designen eigentlich für die, wir lernen ein bisschen, was brauchen die und dann designen wir für die? Nee, das haben wir verboten. Ja. Das heißt, die mussten da richtig tief rein und was sie dann gemacht haben, die haben Protokolle entwickelt. Die haben sozusagen ein Regelwerk entwickelt, wie so eine Zusammenarbeit funktionieren kann. Oh, das tut mir leid, das ist ein bisschen unscharf. Aber Sie sehen schon, es geht hier um Ton, weil man kann über Sound mit Bibern zusammenarbeiten. Das haben die herausgefunden, dass in Kanada so gearbeitet wird. Da will man die Biber, wenn die falsch bauen, nicht immer gleich umbringen und so, sondern da hat so ein super Wildtierbiologe hat ein System entwickelt, wo er entweder Lautsprecher aufstellt, die so Plätschergeräusche, irre laute Plätschergeräusche machen und wo Biber ganz wahnsinnig werden und sofort anfangen, da einen riesen Damm drüber zu bauen, weil da ja das Wasser durchkommt scheinbar, das muss repariert werden. Und so haben die gelernt, das bisschen zu steuern, wo der jetzt eigentlich bauen soll. Ja? Das haben die rausgefunden und haben da sozusagen ein Protokoll entwickelt. Ah, so können wir zum Beispiel schon mal kommunizieren. Anderer Weg, Smell, ja genau, meine Zeit ist rum, ich mache es ganz kurz. Andersrum brauchte man aber natürlich auch was, womit man sagen kann, nee, hier wollen wir Menschen jetzt nicht, dass ihr baut. Ja? Das heißt, und da hat man rausgefunden, man kann über Duftmarker, die auch synthetisch hergestellt werden können, die Biber überhaupt nicht mögen, womit die auch gegenseitig ihre Territorien abstecken, kann man auch andersrum kommunizieren sozusagen. Das haben die auch rausgefunden. Und es war natürlich wichtig, dieser Coworker-Suit hier, das kann ich jetzt sagen, es gibt den Beaver Experience Suit, das ist der, wo man im Fluss eher so mal lernt, welche Sinne brauche ich, um zu verstehen, was hier los ist. Und es gibt den Coworker Suit, weil nicht nur Lautsprecher, sondern auch solche Stämme, die ein lautes Plätschern erzeugen, so Rohre, die kann man dafür nutzen. Und dafür braucht man aber dann eher diese Taucherbrille und diese Rohre, weil man muss dann manchmal auch Wasser da unten durchleiten und so weiter. Ja. Gut, und die haben dann ein richtiges Regelsystem entwickelt. Wie muss man da vorgehen in diesem Co-Design-Prozess und in diesem partizipativen Verfahren? Ja? Und das haben die ja, wirklich sehr weit entwickelt. Und ich hätte jetzt noch ein anderes Beispiel für Sie gehabt, aber das lasse ich jetzt weg und schließe hier und hoffe, dass das jetzt was ist, worüber wir dann gut diskutieren können. Ja?